Recht herzlich willkommen zur 24. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir gehen nochmal ins Zentrum rein hier zum Bauen. Einfach aus dem Grunde, weil ich letztes Mal die Stages nicht angeguckt habe, die Stufen. Das, denke ich mal, sollten wir dann gerade noch machen. Wie hieß das Ding? Ziel Schirm oder Schirm Ziel? Ziel Schirm. Das müsste sehr gewesen sein, ne? Genau. Und da habe ich hier nämlich noch nicht den Fallschirm und den Abtransstufen gemacht. Das wäre nämlich fatal gewesen, denke ich. So, speichern wir das nochmal ab. Und dann gehen wir raus und zur Startrampe, ne? So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie das Ziel erreichen. Ziel den. Und wie war das mit dem Wissenschaftler? Das ging nicht, oder wie war das? Lass mal einen Pilot dran, der Jebediah macht das schon. Gut, okay. Nee, Jebediah soll das machen, dann müssen wir nochmal austauschen. Hat's jetzt geklappt? Ja. Gut, und dann launchen wir das Ding, oder? Ja. Okay. Da steht sie. T haben wir eingeschaltet. Und dann gehen wir auf M, um das Ziel noch auszuwählen. Activated. So, und das ist dann da im Nordosten, wenn es denn so ist. Gut, zurück. Hier sehe ich natürlich nichts, auch gut. Machen wir den Navball hier an. Können wir da was erkennen? Ich glaube nicht. Und ja, bewegen tut sich da auch nichts. Gut. Stellt sich mir die Frage, wo ich hinsteuern muss, ne? Aber wir werden sehen. Ich denke mal, ein Versuch ist es wie immer wert. Und dann müssen wir die Temperatur messen da oben. Aber wir könnten noch ein Dingens, hätten wir noch machen können. Aber ich glaube, das wird schon schwer genug, die Temperatur da oben zu messen. So, und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Ich steuere da mal so hin, wo ich vermute, dass es ist. Da unten sehe ich schon ein bisschen was. Aber irgendwie tut sich die Kiste gerade schwer. So, Stufe ist alle. Ich schieße mal weg. Ist nur Ballast, der uns nach unten zieht. Gucken wir mal. Oh, das wäre natürlich super, wenn die Flugbahn so bleiben würde. Aber wie wir sehen, funktioniert das wieder nicht. Schade, ne? Obwohl wir sind im dünnen Luftraum. Ne, ich denke, das fällt nachher ab und wir kommen dann auch da unten weiterhin. Der Versuch wird kläglich scheitern. Obwohl die Kerbin dreht sich auch noch ein bisschen, aber ich glaube auch nicht in die richtige Richtung, oder doch? Tja, müssen wir mal gucken. Ne, die Flugbahn wird immer kürzer. Obwohl er tickert immer auch nach Süden, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Kann man da noch einen Statusbericht hier absetzen? Ne. Gut, alles im grünen Bereich soweit. So, gleich sind wir auf Maximalhöhe. Da unten müssen wir messen. Da müssten wir hin. Das funktioniert aber irgendwie nicht, denke ich. Der rutscht, glaube ich, auch weiter nach rechts anstatt nach links.
So, jetzt verlieren wir wieder an Höhe. Müssen zweistufig wohl dann werden, aber dann auf der anderen Seite klappt das dann auch nicht. Weil wir mehr Gewicht dann auch wiederum haben. Und ich denke, die Distanz ist hier zu groß, dass der sagt, okay, kannst du trotzdem messen. Jetzt müsste man auch nur wissen gerade, wo das Thermometer ist, ne? Da ist es, wenn. Temperatur müssten wir dann messen. Da wird auch kein grüner Pfeil kommen oder sowas, kein grüner Haken kommen, dass es geht, denke ich mal, oder? Near Scientist Dome. Das wird zu weit weg sein, gehe ich von aus. Ich bleib mal so und hoffe, dass wir, wenn wir die Höhe haben, dass sich vielleicht noch was tut. Erstmal müssen wir ja niedriger. Das ist zu weit weg. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon wieder senkrecht unterwegs. So, unterhalb 18.000 Meter wären wir. Der Scientist Dome ist nicht in der Nähe. Das ist unser Problem. Ja, kommt kein Haken. Wir können es trotzdem messen. Übertragen wir. Schnell den Schirm raus, 500 Meter Höhe. Ein bisschen Erfahrungspunkte haben wir dann noch gesammelt, ne? Das Wasser müsste doch irgendwo hier in der Nähe sein, oder? Vertue ich mich da wohl nicht. Bergland hier. Statusbericht? Gibt's keinen, okay. Naja. Sagt die Karte, wo sind wir? Ach, viel zu weit hier. Gut, das sind ja schon fast die Highlands, das Hochland von Kerbin. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Naja. Irgendwie müssten wir gleich auch aufkommen, oder? Das ist ganz schön tief hier. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre höher gelegen. Das sieht so bergig aus, ist aber gar nicht bergig. So, jetzt haben wir es geschafft. So, recover. Ja, das war nix. In Anführungsstrichen, ne? Ein bisschen Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. Keine Ahnung, wo weg. Oder war nicht schon letztes Mal da? Ich glaube nicht. Ja. Gut. Das heißt, wir müssen da eine neue Rakete bauen, die da leistungsstärker ist. Aber da fehlen uns irgendwie noch technische Teile, ne? Oder haben wir was in der Richtung? Ich glaube nicht. Wirklich. Also die haben wir. Die da dran. Zwei Stück. Oder vier. Drei machen wir mal. Drei. Drei müssen passen, oder? Da kommen drei Feststoff-Dinger dran. Also
reinzoomen wollte ich, bitte schön. Plus-Taste, na genau. Also so sitzt es, kann das sein. Ne, so sitzt es nicht. So könnte es richtig sein. Ja, sieht gut aus. Von unten herab auch gesehen. Die Spitzen setze ich da auch drauf. Aerodynamisch etwas besser. Das Ganze startet komplett. Aber der muss auch starten. Der kann sofort mit starten. Dann sprengen wir die ab, wenn die leer sind, und danach sprengen wir die ab. Dann passt's. Speichern wir. Sollte funktionieren, in der Hoffnung, dass dann das Ziel erreichbar ist. Ne? Das ist ja das nächste. Gut, okay, dann würde ich sagen, soll es aber auch für diese Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.